Weiter geht's im PFA 1.4, den die Firma Wansi baut. Auf der Planskizze kann man sehr gut die Kurvenlage der Bahnstrecke in diesem Bereich kurz hinter dem PFA 1.3 sehen. Parallel dazu verläuft die L1204 bereits auf der richtigen Seite. Im Hintergrund spritzt gerade ein LKW eine nasse Grashalmmischung auf die Böschung. Unser Blick schweift nun weiter Richtung der Autobahnanschlussstelle Esslingen im Hintergrund. Die Scraper sind von 5 Stück auf 3 Stück geschrumpft. Sie sind auf eine andere Baustelle an einem unbekannten Ort transportiert worden. Die Stützwand des Rampenbauwerkes an der A8 wird bereits wieder verfüllt und die Brückenbauwerke nehmen Gestalt an. Ein Näheres zu den Brücken habe ich in vorherigen Videos erläutert. An der L1202 erkennt man im Hintergrund die neue Bahnbrücke, während die neuen Straßen eingeschottert werden.